wird Zeit, endlich wieder nach Hause zu kommen. Was nichts anderes heißt, als zu begreifen, dass wir immer schon zu Hause sind. Wir brauchen keine andere Welt, sondern ein anderes Bewusstsein dessen, was ist. Eigennutz, Ignoranz und Gier haben uns in diese Lage gebracht, aber bringen uns nun keinen Schritt mehr weiter. Wir müssen uns wieder erden, aufräumen, ordnen, Schulden zahlen. Und durch diese bewusste Wiederaneignung von allem, was uns angeht und was wir verursacht haben, das Geheimnis des Lebens wieder in eine Heimat verwandeln. Angst und Ohnmacht zu überwinden bedeutet also, sich der in dem psychotischen Zustand unserer Gesellschaft liegenden existenziellen Anrufung durch das Leben entschlossen, aufmerksam und im besten Sinne humorvoll zu stellen. Und dabei genau da, wo man selbst lebt und liebt und arbeitet, Verantwortung zu übernehmen für das, was man sieht, das, was man tut und das, was man lässt. Denn obwohl alles mit allem verbunden ist, ist zugleich alles mit etwas verbunden. Und die Weise der Verbindung ist von Gewicht. Es macht etwas aus, woran wir uns orientieren, welche Wege wir einschlagen, welche Weisen des gemeinsamen Lebens und Sterbens auf dieser Erde wir bewahren und verkörpern und welche wir ablehnen. Deshalb ist ein bewusstes Leben im 21. Jahrhundert immer auch ein politisches Leben. Also eines, das die Oberfläche der Dinge ebenso schützt wie ihr Geheimnis. Den Humor brauchen wir dabei, weil wir leider tatsächlich weder allwissend noch allmächtig sind. Und es immer anders kommt, als man sich das gedacht hat. Diese ebenso bewusste wie vergnügte Rückkehr zum Leben ist ein poetischer Akt, weil so ein frischer Blick, der nicht mehr alles nur nach seiner Verwertbarkeit hin überprüft, sondern in einen respektvollen Dialog mit der Natur oder den konkreten Lebensbedingungen an einem bestimmten Ort tritt, dem, was er da findet, auch einen neuen Sinn verleiht. Jeder Mensch ist auf eine ganz tiefe Weise wirklich ein Künstler, ein Poet, der sich und sein Leben immer wieder neu erzählen kann und erzählen muss. Dabei trägt jeder von uns immer auch für das Ganze Verantwortung, weil wir für das, was wir tun und das, was wir lassen, auf unser Hiersein antworten. Wobei die Antwort unserem eigenen, ebenso wie unserem gemeinsamen Hiersein, eine Form gibt. Die Anerkennung unserer kreativen Kräfte erinnert uns daran, wie viel Gestaltungsfreiheit in unserem Umgang mit dem Leben liegt. Wobei wir durch solch eine bewusste Auseinandersetzung mit unserem Dasein als kreative Kreaturen nicht nur das hier eigene, sondern auch das Gemeinsame wiederfinden. Wie zum Beispiel die Gewissheit, dass uns Menschen jenseits unserer Herkunft, unserer Weltanschauung und unserer Fähigkeiten tatsächlich weitaus mehr verbindet als trennt. Weil wir alle geistige Geschöpfe, kreative Kreaturen sind, die ihr Dasein nicht nur erfahren und erleiden, sondern auch gestalten und verändern können. Wir sind alle Mitschöpfer dessen, was ist. Denn unser Leben und Zusammenleben hat die Bedeutung, die wir ihm geben. Und die Zukunft, die wir suchen, sind wir selbst. Wenn wir dabei allerdings nicht mehr nur uns, sondern auch allem, was mit uns ist, gerecht werden wollen, müssen wir uns zugleich fragen, wie es uns gelingen kann, endlich wieder mehr in die Welt hineinzugeben, als wir hinausnehmen. Ein anderes Wort für diese Haltung ist Liebe. Vielen Dank.